So, diesen hübschen PC habe ich geschenkt gekriegt. Und da wollte ich mich heute mal drum kümmern, dass ich den mal so ein bisschen sauber mache. Das soll irgendwie ein 6 GHz Rechner sein. Aber mehr weiß ich nicht. Aber wenn ich mir so die Lüftungslöcher anschaue und die Lüfter, dann glaube ich, dass sich das Reinigen lohnt. Ich fange einfach mal mit dem Gehäuse an. Nur mal so ein bisschen drüber. Weil das irgendwie so ein bisschen klebt irgendwie. Das war so ein bisschen eklig. So. Schrauben wir das Gehäuse mal auf und schauen mal an. Was sich da die letzten Jahre so abgelegt hat an Staub und. Oh, der ist noch nicht mal angeschlossen. Das sieht ja lecker aus. Das sieht ja lecker aus. Schön pelzig. So, was haben wir denn da für eine Festplatte drin? 250 GB. SAT. Die Brenner. 420 Watt Netzteil. Ein ASRock. ASRock FSB. Nee, warum? DDR, Dual-Core CPU, okay, Dual-Core hat auch gesagt. Muss ich mal gucken, was das für ein Board ist, kann ich gerade nicht erkennen. So, die Batterie ist sicherlich fertig, die kann auch schon raus. So, was habe ich mit diesem PC vor? Im Prinzip ganz einfach. Ich möchte mir daraus einen Retro-PC basteln. Da soll XP drauf. Und dann will ich da so ein bisschen. Hier ist auch noch irgendwas, was ohne. Weiß ich auch nicht, ob da noch mehr drin war, ob er irgendwas ausgebaut hat, aber ich glaube nicht. Aber die Lüfter, die waren ja auch abgeklemmt. Also irgendwas. Ist ja auch egal. Hauptsache, der funktioniert. So, und dann will ich da XP raufknallen. Und dann möchte ich da so schöne Sachen wie Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein und sowas drauf spielen. Und das ist der Zweck. Also weg mit dem Dreck. Aber der. Also der CPU-Kühler, das ist ja eine Katastrophe. So, wie fangen wir jetzt am besten an? Am besten mache ich erstmal ein paar Fotos. Das mache ich jetzt live aus dem Video heraus.
wegen den ganzen Anschlüssen. Das ist ja mal so ein bisschen blöd. Speicher ist da auch noch drin. Was für Speicher? Gut, den lasse ich erstmal drin. Erstmal das Laufwerk abklemmen. So, was ist hier noch? Vorne sind ein paar USB-Anschlüsse. Okay, das machen wir. Das IDE-Teil nehmen wir mal raus. Schön am Kabel ziehen, das ist immer das Beste. Alter Schwede, ist sehr verdreckt, ey. Boah. So. Die Lampe. Die geht jetzt nicht. Schade. Ich wollte gerade noch eine Lampe einschalten, aber das geht leider nicht. Ja, ich habe leider nichts anderes da. So, dann machen wir es mal anders. Ich lege da mal eben hin. Dann mache ich die Lampe. Jetzt sehen wir die verstaubte Pracht. So, das. Das ist immer das Wichtigste, dass man sich merkt, wo die ganzen Kabel hinkommen. Wenn man es schon mehrfach gemacht hat, ist es egal. Aber lieber sage ich das nochmal. Weil das ist wirklich, kann problematisch sein. So, die ganzen Kondensatoren sehen noch sehr gut aus. Keiner ist aufgebläht. Aber wenn die Kondensatoren hier oben so aufgebläht sind, oder das Board auf der Unterseite so ein bisschen verfärbt oder wie auch immer aussieht, dann ist das schlecht. Dann müsst ihr das schön sauber machen und dann könnt ihr das Board, nachdem ihr einen Kondensator in der entsprechenden Größe, wie ihr den da ausgebaut habt, neu organisiert und dort reinlötet, könnt ihr es weiterverwenden, sofern kein weiterer Schaden entstanden ist. Weil sonst wird das alles so klein, also da muss man schon richtig ein Pro sein, um das alles wieder vernünftig zum Laufen zu kriegen. So, dann haben wir hier SATA auf 2, so auf 2, so, zack, Stromkabel. Ich werde da jetzt keinen Hermann von machen. Ich werde das jetzt nicht alles auseinanderbauen. Nur soweit es geht. Aber das Board wollt ihr jetzt nicht rausschrauben. Das ist mir alles so aufwendig. Ich mache das schön sauber. Und dann, der war da. Foto. Werde ich das, nachdem das wieder alles schön zusammen ist. Muss mir hier mal eben genau aufgucken. Grün. So.
Das ist der kleine Lautsprecher. Das finde ich immer ganz schön, wenn hier so ein kurzes Kabel, das reicht völlig aus. Also irgendwelche Lautsprecher, die durchs halbe Gehäuse gehen, sind immer so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht. Braucht man nicht. Das ist natürlich noch ein bisschen besser so. So, jetzt haben wir hier hinten noch einen. So, Audio. Das ist Audio. Gut. Cool. So, das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. Jetzt kommen wir mal bis an die Speicher dran. Oh mein Gott, guckt euch das an. Oh. Alter Schwede, ey, wo hat er den denn stehen gehabt, ey? So, 2 GB. Och, das ist ja schon mehr, als ich brauche. Was ist das hier?